Keiner da. Hier leer. Da leer. Alles anders. Alles leer. Normalerweise werde ich hier morgens begrüßt von Mario. Mit einem Lächeln im Gesicht sagt er: Gerd, morgen ist Wochenende, obwohl heute Mittwoch ist. Selbst die Kunstwerkstatt verwaist. Man geht hier durch die Hallen und erlebt andauernd besondere Momente mit den Leuten. Freundlich, offen, hilfsbereit. Deswegen heißt für mich WFBM nicht Werkstatt für behinderte Menschen, sondern Werkstatt für besondere Momente. Und diese besonderen Momente finden jetzt hinter den Kulissen statt. Diesmal für die Mitarbeiter. Jeden Morgen trifft sich diese Gruppe, um zu planen, was heute für die Mitarbeiter zu Hause gemacht werden kann. Videos, Arbeitsblätter, Musik, Unterhaltung, alles was geht. Corona-Bild-Challenge. Ja. Es gibt nur Online-Kreuzworträtsel. Ist das sehr schwierig? Ist das niedrigschwellig dann? Nö, dann überlegt man sich 10 Fragen und der setzt dann das und die Antwort, der setzt das dann zusammen. Kriegen wir es umgesetzt? Und wenn ja, wie? Über die WhatsApp-Nummer könnten ja Antworten kommen. Ich würde es vielleicht unter dieser Rubrik Bildergalerie setzen, dass man dann sagt, noch da ist Rätsel und vielleicht könnt ihr ja in der guten Nachricht einfach einen Hinweis auf das Rätsel geben. Die gute Nachricht. Und per Video gibt es täglich die gute Nachricht, als eine von 3 Rubriken auf der Homepage. Wir sind ja so ein bisschen für die gute Nachricht zuständig. Da müssen wir dran arbeiten. Verstehe. Eine gute Idee. Ja, genau. Wie im Berufsbildungsbereich. Hier gibt es bald ein ausgetüfteltes Päckchen. Für 84 Teilnehmer zusammengestellt. Heute bereite ich das neue Lernpaket vor. Da ist unter anderem eine neue Mappe drin, eine Lernmappe mit Arbeitsblättern, die wirklich ganz einfach zu bearbeiten sind. Hinzu kommt ein Puzzle, haben wir uns überlegt, dass wir das reinmachen. Zu der Holzwerkstatt haben wir uns überlegt, einen Holzaufsteller zu machen mit dem Wort Kresse. Warum das Wort Kresse? Weil wir auch Kresse anbauen werden. Die werde ich auch mitschicken, die Samen, die werde ich einpacken. Einfache Arbeiten, aber die kann jeder. Hausaufgaben, die den Teilnehmern helfen, gut durch den Tag zu kommen. Und hier in der Verpackung, nein, auch diese Halle ist nicht leer. Hier halten die Gruppenleiter die Stellung und arbeiten stellvertretend die aktuellen Aufträge ab. Auch in der Holzwerkstatt ist was los. Jede und jeder, der eine Hand frei hat, packt mit an. Und auch das gibt's hier. Sport. Und so kommt er zu den Mitarbeitern per Video nach Hause. Wir wollen mit euch Fitnesstraining machen mit Toilettenpapierrollen. Die Rolle in beide Hände, Arme gehen über den Kopf und ihr führt die Rolle um euren Kopf herum. Meine Kollegin, die Frau Schreiner und ich, nehmen sehr viele Videos auf, damit die Beschäftigten zu Hause auch ein bisschen was zu tun haben, weil die brauchen auch eine gewisse Tagesstruktur. Und ich glaube, die Wohnheime freuen sich. Und ich habe schon gehört, dass Eltern mit ihren Kindern zu Hause vorm Rechner stehen und den Sport zusammen machen. Und da haben wir natürlich unsere Freude dran, das dann auch vorzubereiten. Könnt euch einmal hinten aufstützen, Beine ein bisschen ausschütteln, lockern. Fürs Personal ist es mal eine schöne Zeit, eine interessante Zeit, weil man manche gar nicht so gut kennt. Die lernt man jetzt ein bisschen besser kennen. Es wird ein Miteinander so ein bisschen gefördert, aber ohne unsere Beschäftigten ist es einfach nicht so schön. Ich freue mich, wenn Sie alle wieder da sind. Und bestimmt tobt hier ganz bald wieder das pralle Leben.